Länderspielpause vorbei, es geht weiter, endlich mit der Bundesliga. Zwei Spitzenspiele, Leverkusen gegen Dortmund und dann um 18.30 Uhr am Samstag Leipzig gegen Bayern. Und hier kommen unsere Tipps zum vierten Spieltag. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, ich glaube, wir können es beide kaum erwarten, dass es mit der Bundesliga losgeht. Die ersten drei Spiele haben schon richtig viel Spaß gemacht. Jetzt mit Leverkusen gegen Dortmund haben wir am Samstag gleich ein Topspiel um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr kommt ja das Duell Leipzig gegen Bayern. Da ist ja auch viel Brisanz drin und ja, diesen Samstag sind es, glaube ich, sechs Spiele, dann drei am Sonntag, kein Freitagsspiel. Ich freue mich drauf. Radek, ich mich auch. Du gerade in Portugal, wer die Länderspielvideos nicht angeschaut hast, da machst du gerade einen schönen Lenz und ich würde mal sagen, fangen wir doch gleich an mit dem Topspiel am Samstag um 15.30 Uhr Leverkusen gegen Dortmund. Ja, und da haben wir den Tabellenführer, die Leverkusener, beziehungsweise die haben 7 Punkte, weil sie einmal unentschieden gespielt haben, sind damit Zweiter hinter Wolfsburg. Muss man erstmal wieder reinkommen nach der Länderspielpause, aber ja, Leverkusen hat es sehr gut gemacht bisher und vor allem die haben viele Tore geschossen. Und auf der anderen Seite, Dortmund hat in jedem Spiel 2 Tore kassiert. Also da sehe ich doch irgendwo viele Tore in dem Spiel. Komischerweise hat Leverkusen auch noch die letzten beiden Heimspiele gegen Dortmund gewonnen und die Quoten spielen uns da voll in die Karten, weil Dortmund natürlich Favorit ist. Das habe ich schon im englischen Oddspedia-Kanal mehrmals gesagt, dass ich finde, gerade an diesem Spieltag wird es sehr deutlich, dass die Quoten halt sehr viel einfach auf Namen basieren. Also warum ist Dortmund jetzt hier auswärts Favorit, obwohl sie jedes Spiel 2 Tore kassieren? Das ist rein von der Logik her stimmen die Quoten nicht und ich würde mit Asian Handicap auf Leverkusen Double Chance mit einer Quote von 1,77 war es gestern, würde ich gehen und damit Dortmund einfach sagen, ja, dann zeigt mir doch, dass ihr diese Quote rechtfertigen könnt. Und vor allem Marco Reus hat ja stark gespielt bei der Nationalmannschaft, aber natürlich wird er wieder total am Ende ankommen und sich dann gleich wieder verletzen und dann ist Dortmund wieder aus dem Titelrennen raus. Und alles spricht für Leverkusen und jetzt muss Leverkusen halt liefern. Die sind natürlich auch nicht die zuverlässigsten, was die letzten Jahre gezeigt haben, aber also bei der Quote, Fakten sind auf dem Tisch, jetzt muss man nur noch das Geld drauflegen. Ja, es ist halt für mich die große Frage. Die Quote finde ich tatsächlich auch interessant mit einer 1,7 Tore, weil du es gerade angesprochen hast, über 3, muss ich ein bisschen schauen, ist auch mit 1,6, ja, null. Nicht wirklich spannend. Aber ich bin so ein bisschen, also ich würde da jetzt nicht alles Geld drauflegen. Du hast mit allem absolut recht. Also Leverkusen ist ja wirklich gut in die Saison gestartet. Dortmund hat schon mal gegen Freiburg auswärts gezeigt, dass es nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen wird. Gegen Hoffenheim hat man sich auch schwer getan. Erst in der Nachspielzeit das Tor geschossen. Jetzt sowas schweißt ja auch immer eine Mannschaft auch zusammen, muss man auch sagen. Die haben ja dann wirklich danach gefeiert, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Im Stadion Ehrenrunde gedreht. Haaland hat sich nicht mehr einbekommen. Aber trotzdem, auch die waren jetzt 4-5 Tage weg. Und ich denke auch, dass es hier ein attraktives Spiel wird, wobei ich in Unentschieden am spannendsten finde. Das deckt natürlich die 1,7 auch ab. Wenn wir jetzt hier mal die Gesamtquoten sehen, 1x2, Unentschieden wäre eine 3,9. Finde ich potenziell eigentlich die attraktivste Wette, eine Drittel- oder Vierteleinheit sogar. Dortmund sollte man aber trotzdem noch nicht unterschätzen. Und dementsprechend würde ich jetzt hier persönlich keine Einheit auf Leverkusen setzen, weil die haben auch in der Vergangenheit zu sehr gezeigt, dass sie dann ganz gern mal verkacken und müssen sie erstmal unter dem neuen Trainer beweisen, dass das nicht mehr so wird. Ja, die Argumentation unterschreibe ich komplett. Also das ist auch der Grund, wie ein bisschen. Natürlich hat man bei Leverkusen immer ein schlechtes Gefühl. Bei Dortmund aber auch. Und von daher, ja, kann man beides machen. Asian Handicap mit 0,5 auf Leverkusen deckt dir das Unentschieden ab. Aber wie gesagt, hast du halt das Risiko einer ganzen Einheit zu verlieren. Wenn du sagst, eine Dritteleinheit auf ein Unentschieden, hast du eben weniger Risiko bei mehr Gewinn fast noch. Also genau. Deswegen, genau, du gewinnst das definitiv. Ist ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis und deswegen eine Value Investition. Ja, genau. Du willst also, mehr. Hast mich überzeugt, nehmen wir dieses Unentschieden, weil dazu tendiere ich auch. Und lieber verliere ich 0,3 Einheiten als eine Einheit, wenn man es so sieht. Ja. Und der Gewinn ist ja, wie gesagt, sogar mehr, wenn man dann Unentschieden hat.
Wir haben ja gesagt, dass wir heute möglichst um die 20 Minuten bleiben. Jetzt sind wir beim ersten Spiel schon mal bei über 5 Minuten. Aber das möchte ich auch noch dazu sagen. Du gewinnst halt, wenn du jetzt 0,3 Einheiten auf das Unentschieden setzt, gewinnst du etwas mehr als 0,8 Einheiten. Wenn du eine Einheit auf 1x setzt, gewinnst du nur 0,7 Einheiten. Ja. Gut in die Saison gestartet. Wolfsburg, die haben ja nicht nur als einziges Team bisher alle Spiele gewonnen. Nein, sie hatten jetzt sogar mit Berlin auswärts eine theoretisch akzeptable Mannschaft und aber auch daheim mit Leipzig einen wirklich guten Gegner, der um die Meisterschaft, sagt man, oder zumindest um die Top-3-Plätze vorne spielen wird, besiegt. Jetzt geht es gegen die Fürther, die bisher noch komplett vermissen lassen, dass sie irgendwas in dieser Liga verloren haben. Und wenn wir damals gesagt haben, wir sehen Value bei einem Bochumer Sieg daheim, bei einem Wolfsburger Sieg daheim gegen Bochum, dann muss ich daraus sagen, diese 1,62 ist gefährlich attraktiv und in der Bundesliga wird man für sowas auch ganz gerne mal abgestraft. Wir schauen jetzt aber trotzdem Asian Handicap, ob Wolfsburg hier mit einer 2,06 genommen wird. Ich glaube, du zeigst den Hammer. Angenommen, verkauft. Also wir sagen hier beide offensichtlich ohne große Worte Sieg Wolfsburg minus 1 bei einem Sieg mit einem Tor Vorsprung gibt es Geld zurück und sonst haben wir einen Verdoppler. Radek, was gibt's Neues für die Kölner, die jetzt wirklich tolle Saison bisher spielen oder gut gestartet sind mit ihrem neuen Trainer Baumgart? Auf der anderen Seite. Freiburg nicht, oder? Auf der anderen Seite, der Streich, der bringt die geile. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Der bringt Freiburg. Also, das ist ein Insider, muss ich kurz erzählen. Ach so. Jetzt halt, na gut, die Zeit dann erzähl mal. Wir haben ja damals, als wir in der ersten, zweiten Klasse waren, oder wir waren ja zusammen in der Grundschule, in dem Kindergarten sogar schon, und haben dann immer bei mir im Zimmer Fußball gespielt mit so einem kleinen Softball und immer eins gegen eins, so Türen waren die Tore und so. Und wir haben uns damals halt, weil wir nur 3-4 Fußballer kannten und einer davon war halt Jörg Schmatzke, damals Torwart von Freiburg, haben wir uns halt immer so in diese Spieler hineinversetzt und damals kam dann irgendwann der Spruch, dass irgendwer gesagt hat, ja, der ist aber, oder du hast gesagt, der ist ein guter Torwart und ich habe dann gesagt, ja, Schmatzke nicht, oder? Also ein bisschen voll emotional, weil ich irgendwie Jörg Schmatzke ganz gut fand und ja, ich weiß nicht, ob du das noch so gut in Erinnerung hast wie ich. Tatsächlich war Schmatzke damals immer mein Lieblingstorwart, ich habe ihn mehr mit Düsseldorf im Hinterkopf jetzt. Aber meine Erinnerung, wir sind ja doch nicht mehr die Jüngsten, da kann ich auch ganz gerne mal was verwechseln. Kommen wir mal zum Freiburg gegen Köln-Spiel. Danke für deinen Insider von unserem Inside-Leben. 2,16 die Quote auf Freiburg, 3,40 auf Köln, unentschieden 3,75. Was denkst du? Ja, Scheißquote auf Freiburg, lächerlich eigentlich. Schade, weil eigentlich sind die ja nie so wirklich Favorit. Und in dem Spiel hätte ich auf Freiburg gesetzt gerne mit Asian Handicap irgendwas, aber kriegst ja keine Quote um die 2, weil ja die Siegquote schon um die 2 ist. Und Asian Handicap 0 mit 1,6 auf Freiburg bei aller Liebe ist mir irgendwie ein bisschen zu niedrig. Auch wenn sie die letzten 2 Spiele gegen Köln, wie wir gerade gesehen haben, sehr hoch gewonnen haben. Aber letzte Saison war Köln auch eine andere Mannschaft. Die sind diese Saison schon, haben sie gegen Bayern 2 Tore geschossen. Haben schon eine Schippe draufgelegt, muss man sagen. Und deswegen ist das natürlich einfach eigentlich ein klassisches Unentschieden aus meinen Augen. Und die Quote auf Freiburg ist zu niedrig und die Quote auf Köln ist irgendwie auch zu niedrig. Deswegen kriegen wir eine gute Unentschiedenquote. Die meisten oder die höchsten Gewinne haben wir letztes Jahr eigentlich mit unseren 2 aus 4 System-Unentschieden-Wetten rausgezogen. Jetzt haben wir mit Leverkusen Dortmund und Freiburg-Köln schon so 2 potenzielle Spiele. Das nächste sehe ich. Da kommen noch mehr. Tatsächlich bei Hoffenheim gegen Mainz. Die Mainzer haben ja letzte Woche wieder zurück in die Spur gefunden, nachdem sie davor gegen Bochum enttäuscht haben. Hoffenheim, ja, schauen wir mal an, was die so getrieben haben. Die Niederlage gegen den BVB, die war knapp. Wie gesagt, erst eine Nachspielzeit gegen Union Berlin, die auch bombig in die Saison gestartet sind. Da kann man mal unentschieden spielen und gegen Augsburg haben sie eiskalt und hoch gewonnen. In der Tabelle sind es Nachbarn. 7. Mainz mit 6 Punkte, 9. die Hoffenheimer. Die Quoten favorisieren sehr Hoffenheim, aber auch hier sehe ich eigentlich das Unentschieden mit einer 3,9 wirklich sehr gut. Ja, es
ist auch irgendwie schlecht von den Quoten her. Ich neige immer dazu, Mainz zu unterschätzen. Und einmal habe ich sie nicht unterschätzt. Da dachte ich, sie können was und dann verlieren die gegen Bochum. Also ich bin manchmal auch extrem nachtragend und in dem Fall bin ich Mainz nachtragend und sage, ey, wie wollt ihr gegen Hoffenheim unentschieden schaffen? Die schießen 2 Tore gegen Dortmund. Dann sehen wir da keine Wette, das ist aber auch gar nicht Problem. Und manchmal nachtragend ist auch so eine kleine Untertreibung. Union Berlin gegen... Das merke ich mir, das kommt jetzt auf meinen Zettel hier. Mein Kastanien, blöde Sprüche-Zettel, hat der schon ganz schön voll. Hast du immer in der Socke versteckt wahrscheinlich. In der Hosentasche natürlich immer griffbereit. Ja. Sehr geil. Union Berlin hat eine 1-7-5, da, die haben ja bei den ersten 3 Spielen, also wirklich... überzeugt, anders kann man es nicht sagen, gegen Hoffenheim auswärts das Unentschieden, gegen starke Leverkusener waren sie sogar eigentlich ein bisschen überlegen und gegen Gladbach, da haben sie auch einen Top-Gegner in der Theorie zumindest besiegt. Jetzt geht es gegen ein, in Anführungsstrichen, schwächeres Team, danach gegen Dortmund, also Union Berlin hat auf jeden Fall nicht den einfachsten Saisonstart. Die Quoten 1-7 auf die Eisernen. Augsburg tendiert ja in solchen Spielen dazu zu punkten. Wir haben jetzt eigentlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere ganze Tipprunden, Union Berlin unterschätzen wir seit Ewigkeiten und die Frage ist, wollen wir mal schauen, was es bedeutet, hier auf Asian Handicap auf Augsburg zu gehen oder was hast du als Idee zu dem Spiel? Ja, das wäre natürlich eine Option, aber sind wir uns ehrlich, dafür liefert halt Augsburg auch keine Argumente. Ich sage ja immer, nur weil die eine Mannschaft jetzt schwach ist, macht es die andere Mannschaft nicht automatisch besser. Und Union Berlin ist ja nicht mal schwach. Also das ist ja der Punkt. Die Quote auf Union ist halt einfach ein bisschen zu niedrig. Bei einer Zweierquote könnte man sich das vielleicht überlegen, auf Sieg Union zu setzen, weil sie einfach die bessere Chemie im Team haben. Weil Augsburg, da läuft es ja seit dem letzten Jahr schon extrem schlecht und das hat sich jetzt auch nicht über die Sommerpause geändert und im Gegenteil, also da, wenn die in diesem Spiel jetzt nicht mindestens mal einen Punkt holen, dann wird es wahrscheinlich so, das Beinziel der niedrigen Entlassungsquote für die Entlassung des ersten Trainers gerecht wird, weil die Augsburger da ja auch nicht so lange fackeln, wenn es darum geht, den Trainer vor die Tür zu setzen. Die setzen sogar Trainer vor die Tür, wenn es gut läuft, gefühlt. Oder wenn man denkt, warum, was wollt ihr? Ihr seid im Mittelfeld, warum entlasst ihr jetzt den armen Herrn Schmidt oder wer halt da sonst bisher so seinen Hut ziehen musste. Gehen wir zum Topspiel. Ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen. Leipzig gegen Bayern, das ist ja auch so... könnte sich mal irgendwann zum Klassiker entwickeln. Leipzig hatten wir schon vor der Saison stark im Verdacht, unter den Top 1, 2, 3 Plätzen zu sein. Jetzt haben sie aber schon 2-mal auswärts 1-0 verloren gegen Mainz und Wolfsburg. Gegen Stuttgart dann der Sieg. Bayern auf der anderen Seite mit dem Nagelsmann. Souveräner 5-0 Erfolg gegen Hertha BSC, 3-2 gegen Köln und ein 1-1, was auch hoch hätten verlieren oder gewinnen können. Wo steht der FCB und vor allem gegen Leipzig? Sind die Quoten vielleicht entscheidend? Also ehrlich gesagt, diese Bayern-Quote, so eine hohe Quote, habe ich auf Bayern ja eigentlich noch nie gesehen. Also selbst im Champions-League-Finale hatten die, glaube ich, eine niedrigere Siegquote. Und das ist ja Wahnsinn. Also das ist geisteskrank und behindert und blöd. Also alle negativen Worte und politisch unkorrekten Ausdrücke kann man hier verwenden. Warum zur Hölle? Warum? Hier haben wir die Bayern, die gerade 5-0 mit dem besten Stürmer der Welt gegen Berlin gewinnen. Klar waren die Spieler bei ihren unnötigen Nationalländerspielen, aber auf der anderen Seite die Leipziger doch auch. Und Leipzig hat einen neuen Trainer, hat in 2 von 3 Spielen gezeigt, dass sie einfach noch nicht auf dem Level sind, wo sie hin müssten, um hier überhaupt einen Punkt gegen Bayern zu holen. Nur weil es jetzt in den letzten Jahren immer knapp war, heißt es ja nicht, dass das jetzt auch so sein muss, vor allem weil ja der entscheidende Faktor die Seite gewechselt hat mit Julian Nagelsmann und Jesse March muss sich ja erst auf den Wind in der Bundesliga einstellen. Und da bin ich bisher auch von den Leipzigern enttäuscht, weil ich sie auch viel stärker vom Potenzial her sehe oder von dem vom Team. Und das haben sie ja halt gegen Stuttgart gezeigt, aber dann verlierst du halt gegen
gegen Mark van Bommels Wölfe oder gegen sogar Mainz. Also das ist halt eine Mannschaft, die Bayern in der Luft zerreißen könnte. Und eine Bayern-Siegquote musst du bei der Quote einfach mitnehmen. Also das ist keine Frage. Du denkst halt automatisch, der Jesse Marsch, der hat so erfolgreiche Arbeit gemacht in Salzburg, dann hat er Der Unterschied ist ja, das ist Österreich. Das ist ein Fußballentwicklungsland, vergleichbar mit Liechtenstein, Armenien, die österreichische Bundesliga, Schottland, ist einfach keine richtige Liga. Ja, ich glaube, es geht auch eher tatsächlich um die Champions League oder die Euroleague-Leistung. Und da hast du halt einen Justin March, der, oder auch die Entwicklung dieser Spieler, du sagst Entwicklung, aber der Haaland und wer da nicht alles noch herkommt, Upamecano. Auf jeden Fall hat er da so Vollgas an der Seitenlinie gegeben. Und dann neigt man auch als neutraler oder Außenstehender vielleicht ein bisschen zu overraten. Und vielleicht ist es am Ende der Fall. Also, wir sind uns einig, wenn der FC Bayern in der Bundesliga eine Zweierquote hat, egal wie viele Verletzte, egal was los ist, einfach diese Wette mitnehmen. Wer sagt, das ist mir ein bisschen zu gefährlich, Leipzig heimstark, die wollen jetzt was beweisen, der könnte sogar noch mit dem Asian Handicap 0 immer noch eine 1,69 auf Bayern abschließen. Und da darf man keinen Fehler machen. Das sind normalerweise die Quoten, die man bei diesem Spiel erwarten würde, auf den reinen Bayern-Sieg. Also ich finde beide Wetten ganz gut, aber die Zweier müssen wir einfach mitnehmen und das machen wir jetzt auch. Das ist dann unsere wahrscheinlich sogar Lieblingswette, weil es einfach der große FC Bayern ist. Danach geht's weiter am Sonntag. Wir haben 6 Samstagsspiele hinter uns und wir schauen dann nach Frankfurt gegen Stuttgart. Auf den ersten Blick hier auch wieder ein Unentschieden-Spiel für mich. Die Quotenverteilung aber mit einer 2 auf Frankfurt, ja, ein bisschen zu niedrig, ehrlich gesagt. Ich würde hier auch überlegen, dass wir am Ende des Spieltags Radek eine 2 aus 4 unentschieden Wette machen und da gehört dann Eintracht gegen VfB definitiv dazu. Absolut, da brauchst du nicht mehr sagen. Die sind absolut Unentschieden-Kandidaten. Aber hier weiß man nicht, was passieren soll. Genau, man weiß es nicht. Ist das so. Wenn du einfach absolut keine Tendenz hast, die Quote auf Frankfurt ist auch irgendwie lächerlich, warum sollen die besser sein als Stuttgart? Und wenn das der Fall ist, kriegst du halt eine sauhohe Unentschieden-Quote und eine hohe Unentschieden-Wahrscheinlichkeit und das nennt sich Value. Also auf jeden Fall Unentschieden hier. Bin ich bei dir. Bei den nächsten beiden Spielen bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung. Bei Bochum gegen Hertha ist es ja so, nach der Niederlage von Berlin hat der Paul Dardai seinen Rücktritt angeboten, aber Freddy Bobic hat gesagt, was sagst denn du da? Und der Paul meinte dann auch, ja, aber er wollte ja eigentlich gar nicht, oder letztes Jahr war es ja eine ganz andere Geschichte. Also so richtig Bock hat gar keiner auf Hertha BSC, sowohl als Fans, als auch Außenstehende, als auch Trainer, die Spieler sowieso nicht, sonst würden sie nicht so katastrophal spielen. Bochum, auf der anderen Seite, die haben richtig Bock auf der Bundesliga. Und man kann, glaube ich, sagen, dass sie jetzt schon meine niedrigen Erwartungen übertroffen haben. Und das, obwohl sie 2 Spiele verloren haben. Aber gegen Mainz, der Sieg war überzeugend. Auf der anderen Seite Berlin, der Tabellenletzte, 2 Tore, 10 Gegentore, 0 Punkte gegen. Und die, ja, gegen Bayern kannst du verlieren, klar. Gegen Wolfsburg haben sie 1-0 geführt. Gegen Köln hatten sie irgendwie gar keine so richtigen Bock dagegen zu halten. Die Quoten wiederum, da kann man schon wieder verleitet sein zu sagen, ja, der Berliner, irgendwann muss er doch dann mal normal spielen. Da könnte man gerade überlegen, ob so ein Asian Handicap 0 auf Berlin eine Wette wert sei. Das ist aber die gleiche Situation, wie wenn du jetzt irgendwie auf Augsburg irgendwie spekulierst, dass die irgendwas reißen. Berlin. Aber ganz kurz Unterschied, ich mache dich jetzt extra das Bild weg, weil sonst kriegt man dich nicht ruhig. Bei Augsburg ist der Unterschied, dass sie gegen Union Berlin spielen. Berlin hat es zumindest mit einem Aufsteiger zu tun. Ja, eben. Also das spricht ja doppelt gegen Augsburg, weil Union ja noch besser ist. Und dann auf Augsburg zu setzen, war ja deine Idee. Und nein, auf Berlin. Macht ja keinen Sinn. Ja. Nein, du wolltest bei Union gegen Augsburg auf Augsburg Asian Handicap setzen, obwohl Augsburg ja fette Außenseiter ist und keine Argumente geliefert hat. Richtig. Jetzt haben wir das Argument, Bielefeld, sag ich schon, Hertha hat ja auch überhaupt keine Argumente geliefert, dass sie jetzt irgendwie was reißen. Klar spielen sie gegen Aufsteiger, aber kannst du trotzdem nicht so machen. Und was man für Bochum halt sagen kann, ist, dass sie zu Hause gut gespielt haben, dass sie Kämpferherz haben. Das ist das, was
Bielefeld letztes Jahr zum Beispiel ausgezeichnet hat und in der Liga gehalten hat. Das könnte auch für Bochum reichen. Aber das ist also zwei Spiele oder eineinhalb gute Spiele sagen jetzt nicht viel aus. Also die Quote verleitet zu Hertha, das sehe ich auch so, aber es ist halt ja im Moment irgendwie zu spekulativ. Ich würde drauf tippen tatsächlich. Ich würde aber nicht drauf wetten. Also im Tippspiel würde ich jetzt definitiv sagen 2-1 Hertha, damit macht man, glaube ich, nichts falsch, aber da wirklich drauf Geld zu setzen, auf 11 Spieler plus Trainer, die alle nicht so richtig Bock haben, das wäre schon spekulativ. Da kannst du auch das Geld irgendwie sinnvoller am Nuvolein-Automaten in der Spielothek investieren. Werbung. Also, aber ja, auch nur nicht die Kandidaten, weil man halt nicht so wirklich sagen kann, aber, wer jetzt hier die Nase vorn hat. Ja. Also, man sagt halt, ja klar, wie jedes Mal, Hertha hat super Qualität, super Spieler, aber das haben sie ja seit Jahren eigentlich oder letztes Jahr auch schon gehabt. Ja, deshalb geht es weiter zu den super enttäuschenden Borussen, die sich Adi Hütter geholt haben und den Start, schauen wir mal ganz kurz auf die Tabelle, mit Sicherheit anders vorgestellt haben als kurz vor der Hertha. Ein Punkt und drei Gegentore weniger. Jetzt geht es gegen Bielefeld, die schon wieder eigentlich voll im Soll sind mit ihren drei Unentschieden. Wahnsinn eigentlich. Bielefeld noch kein Spiel verloren in dieser Saison. Was siehst du denn hier? Ja, also da muss man Bielefeld jetzt auch nicht wieder stärker reden. Gladbach hat natürlich sauschwere Gegner gehabt. Die haben gegen Bayern unentschieden gespielt. Du hast gesagt, die hätten hoch gewinnen können. Teile ich jetzt nicht so die Einschätzung, aber ist natürlich ein Punkt gegen Bayern. Hallo. Und klar hat Bielefeld auch wieder gut gekämpft und aus ihrem Rahmen das Maximale gemacht. Auf der anderen Seite, alles andere ist ein klarer Gladbach-Sieg hier. Ja, wäre enttäuschend. Also Asian Handicap minus 1 auf Gladbach, aber das gibt halt leider fast keine gute Quote mehr. Da, ja. Du scrollst nicht mal mehr hin, gell? Das ist also, hier zu niedrig. Ja, tut mir leid. Aber, wo ist es denn jetzt? Hier, minus 1,5 würde erst den Verdoppler plus ein bisschen was geben. Ist es jetzt drauf und minus 1 ist eine freche 1,74. Bei dem Tabellenstand wäre das eigentlich die richtige Quote für den reinen Sieg. Aber du hast schon gesagt, es ist viel auch auf den Namen der Teams ausgerichtet. Vor allem am Anfang der Saison macht das ja Sinn. Wer da einen guten Riecher hat, kann da Value finden. Alle anderen müssen halt dann überlegen, ob man sich noch ein, zwei Spiele anschaut. Aber generell muss man sagen, ich glaube, wir haben auch wieder einige spannende Wetten gefunden für heute. Wir haben uns geeinigt auf den Bayern-Sieg bei Leipzig bei einer 2,2er-Quote. Dann haben wir uns geeinigt auf den Wolfsburg-Sieg, Asian Handicap minus 1 gegen Kräuter Fürth. Und dann holen wir uns noch eine 2 aus 4 Unentschieden-Wette, oder? Gerne. Jeder, wenn du das technisch hinkriegst, das so darzustellen. Ich würde vor allem es so an den Fingern sagen und dann sagt jeder von uns zwei Spiele. Leverkusen, ja, Dortmund. Ich muss das wissen, wenn ich das nicht sehen kann. Ach so. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst, ich habe alle neuen Spiele im Kopf. Ich denke nur an meinen nächsten Schirmchen, trinke am Strand. Ich hab tatsächlich, ich sehe hier zwei Bildschirme, deshalb schaue ich auch immer wie so ein Blöder links und rechts, weil normalerweise bedient Radek immer den Spaß, aber das mache ich jetzt hier mal, weil ich durfte ja nicht mit nach Portugal. Deshalb 2 aus 4er unentschieden Kombi, Leverkusen Dortmund ist das erste. Lieber Radek, dann sagst du doch einfach mal das zweite. Jetzt siehst du es. Gegen VfB Stuttgart. Genau. Dann das dritte ist SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Und jetzt darfst du noch das vierte aussuchen. Ich weiß nur nicht, wie ich das hinbekomme. Da hatten wir zur Auswahl Hoffenheim-Mainz, Bochum-Hertha, Union Augsburg. Bochum-Hertha ist dann das vierte. Macht auf jeden Fall Sinn. Von daher, ich kriege das fürs nächste Video hin, die Aufstellung dann gesamt zu sehen. Und dann gibt es auch einen Überblick über unsere gesamten Wetten aus den ersten vier Spieltagen. Danke für eure Likes, Kommentare. Wir freuen uns drauf. Und Radek, dir jetzt einen schönen sonnigen Tag und bis bald. Ciao. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den Abspann. Oddspedia, the Sports Betting Community.